Götz, herzlichen Glückwunsch zum ersten Saisonsieg. Wie hast du das Spiel vom Spielverlauf her gesehen? Ich meine, wir sind sehr, sehr gut ins Spiel gestartet. Sowohl defensiv wie offensiv haben sie sehr bei eigentlich nichts gehalten, haben ihnen nichts gegeben, gekämpft, gereboundet. Das war ein sehr, sehr gutes Viertel. Natürlich kannst du die nicht das ganze Spiel da halten. Ich glaube, im zweiten Viertel haben sie ein paar Dreier gekriegt. Wir haben ihnen geholfen mit den Turnovers, die wir hatten, und haben sie da immer ins Spiel gehalten, das ganze Spiel. Am Ende des Tages haben wir es nach Hause gefahren und das ist auch gut gemacht, glaube ich. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wir haben es am Ende ja ein bisschen enger noch gehabt, aber ich finde eigentlich recht souverän dann nach Hause gespielt, oder? Ja, die bleiben immer gefährlich. Ich glaube auch in Dresden, wo sie dann mit über 20 verloren haben, aber das war bis kurz vor Schluss eigentlich auch noch ein Spiel, was Bochum hätte drehen können. Von daher, das ist eine richtig gefährliche Mannschaft, die jederzeit in Läufe kriegen kann, auch große Läufe kriegen kann. Und ja, ist nicht einfach hier zu spielen. Hitzige Atmosphäre, die haben heute sehr physisch gespielt. Von daher bin ich wirklich froh und mutig, wie wir uns hier präsentiert haben. Ja, was hat dir denn besonders gut gefallen heute? Dass wir zusammengeblieben sind. Wir haben manchmal Phasen, wo wir einen Lauf kriegen und dann die Köpfe runtergehen und wir Probleme kriegen. Dieses Spiel waren wir alle, das ganze Spiel da, haben gekämpft und gereboundet. Und das hat uns das Spiel gewonnen am Ende des Tages, glaube ich. Mach ich eigentlich ungern, ich mach's heute aber trotzdem. Abi, kann man, glaube ich, heute schon mit seinem Spiel vielleicht noch ein Stück heraussehen? Ja, ich meine, gerade die erste Halbzeit war er bärenstark. Ich meine, er hat alles reingeworfen, wichtige Plays gemacht. Freue mich für ihn und war wichtig für uns. Aber ich glaube, als Mannschaft gab es einige, Wessi und Nate hat auch super gespielt. Also da möchte ich jetzt eigentlich nicht jemanden herausheben, auch wenn das punktemäßig bei Avi so gewesen ist. Alles klar, danke dir. Ja, gerne. Stefan, herzlichen Glückwunsch zum ersten Saisonsieg. Wie hat es dir auf dem Feld bei uns heute gefallen und was war am Ende vielleicht durchschlagskräftig bei uns, dass wir das Ding durchgebracht haben? Es war, glaube ich, ein sehr attraktives Spiel. Es ging hoch und runter. Bochum hat One and Gun gespielt. Wir haben auch schnell gespielt. Haben viel besser zusammengespielt als letzte Woche. Daran haben wir die ganze Woche gearbeitet. Und ich glaube, das war dann auch ausschlaggebend. Ja. Ich denke, die Defensive bei uns, die stand in der ersten Halbzeit überragend. Oder hast du es auf dem Feld anders erlebt oder ähnlich erlebt? Ja, wir wussten, dass die auf jeden Fall sehr gute Werfer haben, dass wir da immer eng dran sein müssen, dass wir denen überhaupt keinen Platz geben dürfen. Und das war dann, glaube ich, das Entscheidende. Ja, ja, zu dir persönlich 12 Punkte. Ich glaube, du hast heute auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Lief gut bei dir, oder? Ja, doch. Ich bin froh, dass mal jetzt die Dreier wieder gefallen sind. In der Vorbereitung hatte ich da nicht so gute Quoten. Aber es ist für mich auch persönlich wichtig, dass ich da ein gutes Gefühl habe wieder. Ja. Ja, perfekt. Danke dir. Ja, danke. Avi, congrats to the first win in the season and congrats to your personal game. I think it was fantastic. What do you think about the game? We just knew that we had to come out and, you know, be ready to attack and be ready from the get. I'll say we lost two tough ones at home. We knew it was going to be a tough game on the road. We know this team makes a lot of runs and, you know, they make a lot of shots. So we just had to come out and be ready. I'm just happy that we got the dub. What do you think about our defense game in the first half? I really like our defense in the first half. I'll say I think there was like a point they had like, I think maybe had like 35 points maybe going into the second half or second quarter or something. So I really liked our defense. I think there was a focus on defense the whole week. And so I think the defense is what fueled us to be able to get this dub. Yeah. And in the last quarter, do you have a feeling that we could get this game away? Or are you sure on the court that we win this game? I was sure that we were going to win it. I mean, I know they're a good team, and I know they make a lot of shots, and they're used to making a lot of shots. So that's where we have to rely back on our defense and just make sure that we're doing what we're doing doing what we're supposed to do on the defensive end. They did come out and hit a lot of shots, hit a lot of threes, but I was sure. I knew that we were going to be able to take it home. Last question to your personal game. I think it was fantastic. Have you had ever make a game like this today? Yeah, I mean, I've had a lot of games, you know. Playing basketball, you have a lot of different games. You know, there are a lot of different games call for different things. So I just kind of tried to make sure I came out and was aggressive from the beginning. I know the last couple of games I wasn't able to really be as effective as I wanted to be, being in foul trouble in the first quarter and being in foul trouble early. So it took me out of the rhythm of the game. But I just kind of wanted to make sure I was aggressive from the beginning and just make sure I did what I had to do and be there for my team. Yeah, thank you. For sure.